Hallo und herzlich willkommen. Heute in diesem Replay schauen wir uns mal wieder den Tier 10 Kreuzer Des Moines an, der Amerikaner. Und bevor es hier so richtig losgeht, will ich euch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, weil viele machen es noch falsch und schicken das an die alte E-Mail-Adresse, die Replays, die werde ich nicht nehmen, sondern an warshipsreplays@wg-news.com. Da gehen sie hin, so wie unten auch in der Beschreibung steht, also dahin die Links bzw. die WoW-Replays schicken. Ja, das war's auch schon und jetzt schauen wir mal, was hier die Des Moines macht. Noch pirscht sie sich hier ein bisschen an und jetzt geht's auf die Missouri dann los. Zwar noch keinen Schaden, aber erst schon mal der erste Brand direkt. Und die Des Moines schießt halt so verdammt schnell. Alle 5 Sekunden kommen da die Schüsse halt raus. Und jetzt hier der nächste Brand. Jetzt wird die Missouri aber dann gleich mal löschen müssen. Also die bekommt hier aber super schnell schon auf den Sack. Übrigens, diese Runde ist vom Damage her eine der höchsten Runden, die ich in letzter Zeit überhaupt gezeigt habe. Also da dürft ihr euch jetzt auf einiges freuen. So. Jetzt brennt sie gerade nicht mehr, aber jetzt brennt sie dann... Nee, doch noch nicht. Aber ich weiß nicht, was die hier vorhat. Auf jeden Fall ist das nicht so clever, was da die Missouri macht. Jetzt brennt sie auf jeden Fall wieder. Und jetzt kann er auch nicht mehr da löschen. Ja, und die Missouri brauchen wir nicht drüber reden. Das wird hier das erste Schiff sein, das hier versenkt wird. Und da ist er jetzt auch schon zerstört. Ja, das ging natürlich super einfach. Also da muss man natürlich jetzt sagen, da hat die Missouri aber sich jetzt wirklich keinen Gefallen mit der Positionierung gemacht, wie sie gerade gefahren ist. Und jetzt wird hier mal da das Radar angemacht. Und jetzt hier die nächste Missouri auch schon. Und auch die brennt hier, also Missouri macht scheinbar richtig Spaß zum Brennen zu bringen. Dimitri Donskoy da ebenfalls ein bisschen hinterhalb. Und jetzt kommt da noch eine Iowa rum, aber er kann hier gerade schießen nach Belieben, denn er wird gerade nicht gesehen. So, sein Zerstörer vorne nimmt gerade C ein, auch sehr gut. Und jetzt hat er nur leider keine Sicht mehr, weil der Zerstörer da hinterhalb der Insel steht, das heißt, der sieht ihn gerade nicht. Ah, jetzt geht die Iowa Gott sei Dank wieder auf, weil der Atze da gerade rumgefahren ist. Und schon 91.000 Damage auf der Uhr. Ja, bis dato super für ihn. Er wurde auch noch nicht wirklich in den Fokus gestellt. Die Gegner ignorieren ihn im Großen und Ganzen. Können auch ihn gar nicht beschießen, weil er von dem Rauch profitiert. Und er hält da mit HE weiter immer schön rein. Haben aktuell 2 der 3 Punkte. Also das ist natürlich auch angenehm. Jedes Team hat ein Schiff bis dato verloren. Also das läuft schon mal ganz rund soweit.
Jetzt ist er zwar entdeckt, aber wie gesagt, er hat derzeit scheinbar nicht wirklich was zu befürchten. Die Iowa wird weiterhin hart bearbeitet. Auch wenn der Damage der Granaten selber nicht so schlimm ist, aber dafür halt der Feuerschaden, der macht es halt aus. Damit jetzt schon 130.000. Und jetzt auch das nächste Schiff. Leider hat er auch hier den Kill nicht bekommen können. So, und jetzt rückt er da ein bisschen in den Fokus. Das Butterbrot auch in der Missouri geht jetzt da auf ihn. Dimitri Donskoi, 9 Kilometer ist natürlich ein schönes Ziel, weil einfach so nah. Aber Missouri dreht wieder rein und klar, wenn ich mit HE schieße, dann eher auf die Schlachtschiffe, weil wenn die brennen, dann kriegen die natürlich einfach mehr Schaden aufgrund des Hitpoint-Pools. So, jetzt hat er hier wieder Rauch, kann damit ein bisschen arbeiten. Und hier, da kamen die Granaten perfekt rein und dementsprechend auch der Feuerschaden fast schon unausweichlich. So, und jetzt will er auch noch die Donskoi da anzünden. So, jetzt steht er nicht mehr im Nebel, muss also jetzt ein bisschen aufpassen. Aber mit 163.000 Damage, da läuft es einfach wie am Fließband. So will man das. Hat jetzt auch den Vernichter gerade dafür bekommen. Also am mangelnden Fleiß kann man auf jeden Fall nicht mäkeln. Und jetzt hat er den ersten Kill für sich verbuchen können. Und damit jetzt schon 4 Gegnerschiffe raus. Bei seinem Team erst 2. Das Großkaliber hat er damit auch eingefahren. So, jetzt hält die Donskoi ein bisschen dagegen. Jetzt muss er aufpassen. Friedrich der Große da vor ihm. Er schießt jetzt gerade nicht, dass er hier nicht aufgeht. Bei 10,6 ist er ja sichtbar. Also da ist er jetzt gut beraten, da jetzt nicht sofort zu schießen, weil die Donskoi eben im Blick hatte. Jetzt kann er es wieder. Man sieht, Friedrich der Große hat ihn gerade nicht im Target. Und brennt jetzt auch, aber jetzt kommen die Schüsse in seine Richtung. Deswegen, er schlagt schon ein. Und die gehen ins Wasser, sehr schön manövriert. Genau so soll das sein. Hat schon 20 Brände hier in dieser Runde gemacht. Oh, 21 natürlich. Also, da muss man sagen, da geht er den Gegnern gehörig auf den Senkel. Und 211.000 Schaden zeigt auch, warum. Jetzt bekommt er ja von seinem Zerstörer aus seinem Platoon da den Rauch gestellt. Sehr schön. Das machen sie wirklich toll, dass sie dazu zusammenspielen und den Rauch da dementsprechend aufteilen. So, Friedrich der Große will sich jetzt hinter die Insel da retten. Und der 23. Brand. So, Friedrich der Große hat es jetzt bald geschafft. Aber da kommt schon das nächste Schiff daher. So, die ist mal weg,
Also kann er sich da weiter konzentrieren. Aber die Runde ist noch nicht komplett geschafft, weil wir sehen, sein Team 7, Gegnerteam, aber noch 5 Schiffe. Also man darf das noch nicht komplett sicher sehen. So, jetzt sollte aber Friedrich der Große gleich raus sein. Teilt sich da jetzt noch gegen. Aber der nächste Brand, wie soll es anders sein? Langsam gehen wir auf die 300.000 Damage-Marke zu. So, die Schüsse waren kein Problem. Jetzt bleibt er erstmal ein bisschen hinter der Insel. Und wir sehen oben rechts, der Damage tickt immer weiter, schon bei 275.000. Jetzt hat Friedrich der Große auch nur noch 1.500. Also das sieht so aus, als ob der Brand ihn hier jetzt gleich rausnehmen wird. Und genau da ist es. Mit dem Brandstifter macht er seinen zweiten Kill. Da sieht man einfach auch, wie wahnsinnig stark die HE-Munition auf manchen Schiffen sein kann, sofern man natürlich auch die richtigen Gegner bekommt. Wenn ich die ganzen Schlachtschiffe da anzünde, dann kann ich da natürlich mein Damage dementsprechend auch pushen. So, die Donskoi kommt ihm jetzt hier entgegen. Nishima Kase neben ihm. Da wird es natürlich erstmal drauf fokussiert. Der war schön getroffen schon. Nur noch 900. Und da macht er jetzt selbst den Kill klar. Ideal. Und jetzt mit AP seitlich auf die Donskoi. Er macht hier auch sehr schön die Munitionswahl, auch die Zitadelle, 293.000 Damage, nochmal 9.000. Damit ist er schon bei über 300.000 und jetzt nimmt er auch den raus. Also jetzt läuft es mit den Kills. 4 Kills hat er jetzt auf der Uhr. Einen braucht er noch für die Krake. Schauen wir mal, was der Gegner noch an Schiffen hat. Eine Zao und eine Shimakaze. Also 2 Schiffe, die definitiv auch nicht wirklich schlecht sind. Jetzt jagt jeder den Gegner, jeder will natürlich noch was haben. Da ist die Shima offen. Aber wir sehen, die Tickets unerhörlich ticken da auch runter, also ob er seine Krake noch bekommt, ist fraglich. Jetzt auf jeden Fall ist die Zao offen. Und da schießt er jetzt nochmal drauf. Das heißt, jetzt geht es nochmal in den Endspurt. Da fliegt die Zitadelle. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.